Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Neuzugänge vom Dezember. Ich habe mich diesmal tatsächlich mal zurückgehalten und bin sehr stolz auf mich, dass es nur so wenige Bücher geworden sind. Und ich würde sagen, ich stehe heute mal übrigens vor meinem Regal und würde sagen, wir legen mit dem Video los. Let's go! Wir fangen jetzt an mit dem ersten Buch und zwar ist bei mir eingezogen. Es sind übrigens dieses Mal noch 5 Bücher bzw. 6. Ich werde euch das 6. gleich zeigen, aber das zähle ich nicht als richtiges Buch. Und zwar ist als erstes bei mir eingezogen von Emily Tiede, This Victious Craze. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Die Auserwählte und zwar ist das Band 1. Und ja, hier geht es um Alessia oder Alessa. Sie ist eine auserwählte Finestra. Und es ist eben ihre Bestimmung, mit ihren Kräften das Land vor einem Angriff dämonischer Wesen zu schützen. Doch sie hat ihre magische Gabe nicht unter Kontrolle. Alle Menschen, die sie berührt, sterben. Um niemanden mehr zu gefährden, lebt sie daher vollkommen isoliert im Palast. Als auch noch ein Attentat auf sie verübt wird, engagiert Alessa einen Leibwächter. Dantes Kennzeichnung als Verbrecher und sein dunkler Blick reichen normalerweise aus, um andere auf Abstand zu halten. Doch je mehr Zeit Alessa mit ihm verbringt, desto besser lernt sie den Mann hinter der abweisenden Maske kennen. Und desto mehr sehnt sie sich nach seiner Berührung. Doch wie sollen sie sich jemals nahe kommen, wenn ihre Gabe seinen Tod bedeuten könnte? Ja, das klingt wirklich richtig, richtig gut. Ist auch relativ dick. Ist vom Lux Verlag und ich freue mich schon wahnsinnig, das zu lesen. Da kommt auch nächstes Jahr noch ein zweiter Band raus. Ich glaube im September. Und ja, ich bin gespannt, wie es sein wird. Dann ist bei mir eingezogen dieses Buch hier und zwar von Theresa Hochmuth. Schwestern durch die Zeit, Komtesse in Turnschuhen. Das sieht so aus, das ist auch relativ dünn. Und ja, hier geht es um Frieda und Dottie. Und zwar fühlt sich Dottie eindeutig im falschen Jahrhundert geboren. Denn sie findet Musselinkleider und ihr antikes Schreibpult vom Trödelhändler ganz, ganz toll. Aber niemand teilt dieses Interesse mit ihr. Und dann gibt es noch Frieda. Frieda geht es ähnlich. Und bei ihr ist einfach das Problem, dass ihre Mutter einfach nicht versteht, dass sie viel lieber die Welt erforschen würde, statt Sticken und feine Umgangsformen zu lernen. Und als Baroness hat Frieda keine Wahl, denn bald schon soll sie auf einem Debütantenball in die Gesellschaft eingeführt werden. Da taucht in Friedas Schreibpult auf einmal ein fremdes Heft auf. Dottis Heft. So entwickelt sich eine Brieffreundschaft zwischen den Jahrhunderten und als Frieda eines Tages nach dem Heft greift, während Dottie es gerade erst ins Pult legt, passiert das Unfassbare. Sie zieht Dottie zu sich ins Jahr 1822. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich freue mich schon wahnsinnig, das zu lesen. Das hat auch richtig kurze Kapitel. Deswegen denke ich mal, dass ich so eins auch schnell durchhaben werde und das ist auch der erste Band einer Reihe. Dann ist noch bei mir eingezogen dieses Buch hier und zwar von Stefanie Lasthaus, Frau Holles Labyrinth. Das sieht einmal so aus und hat dann noch einen Buchschnitt. Der sieht einmal so aus. Richtig schönes Buch auf jeden Fall. Und hier lese ich euch auch mal vor, um was es geht. Und zwar, als Mary zum Geburtstag ihrer jüngeren Schwester nach Hause aufs Land fahren muss, ist sie nicht gerade begeistert. Schließlich wurde Moira von ihrer Tante Eve stets bevorzugt. Als Eve Moira nun auch noch die Kette ihrer verstorbenen Mutter schenkt, ist Mary zutiefst verletzt. Die Schwestern geraten in einen Streit, bei dem das Amulett in den alten Brunnen im Garten fällt. Mary bleibt nichts anderes übrig, als hinunterzuklettern. Dort angekommen ist sie plötzlich nicht mehr in ihrer Welt, sondern in Frau Holles Labyrinth, einem düsteren, gnadenlosen Reich, in dem die Menschen keine Erinnerungen mehr an das haben, was ihnen einst lieb war. Für Mary beginnt ein brutaler Kampf ums Überleben. Ja, das ist eben eine Neuerzählung von Frau Holle und hier steht, hier zeigt Frau Holle die beliebte Märchenfigur ihr wahres Gesicht und es klingt auf jeden Fall auch richtig cool, wie gesagt, sieht wunderschön aus und ich bin hier auch richtig, richtig gespannt drauf. Dann ist bei mir eingezogen dieses Buch hier, das durfte natürlich nicht fehlen und zwar von Dana Schwarz, Anatomie, eine Liebesgeschichte und hier lese ich euch auch mal vor, was hinten drauf steht, denn das lässt sich immer schwierig alles zusammenfassen. Und zwar Lady Hazel Zenett möchte unbedingt Chirurgin werden, was für sie als Frau jedoch unmöglich ist. Bis der Dozent Dr. Beecham sich auf einen Deal einlässt. Wenn sie die medizinische Prüfung ohne Unterricht besteht, darf sie bei ihm studieren. Zum Glück trifft die junge Frau auf Jack Currer, einer
einem Auferstehungsmann, der Leichen ausgräbt und sie zu Lehrzwecken verkauft. Jack hilft Hazel nicht nur beim Lernen, sondern weckt auch ungeahnte Gefühle in ihr. Doch als sie an den Toten immer mehr Besonderheiten entdecken, finden sich die beiden plötzlich in einem Netz aus Geheimnissen und Intrigen wieder. Ja, ich habe ja ewig drauf gewartet, beziehungsweise es wurde mal angekündigt und dann kam es ewig nicht auf Deutsch und jetzt ist es endlich erschienen. Hier oben steht noch drauf, eine Stadt infiziert mit Geheimnissen und eine junge Frau, die sie seziert. Klingt richtig, richtig gut. Ich bin richtig gespannt darauf und freue mich. Und dann kommen wir jetzt schon auch zu dem letzten Buch. Und zwar ist dieses Buch noch bei mir eingezogen. Und das habe ich geschenkt bekommen. Das hatte ich mir aber sowieso auch schon mal ausgesucht. Deswegen habe ich mich auch mega darüber gefreut. Und zwar von Rebecca Alps, Shortbread and Shiva. Und erstens sieht dieses Cover richtig schön aus. Und hier geht es um drei Freunde. Und zwar, ohne ihre beiden besten Freunde geht bei Emma gar nichts. Penn wohnt ja schon fast bei ihr. In Mamas alter Studenten-WG in einem ehemaligen Buchladen. Und Shiva kennt sie auch schon seit den Kindertagen. Er teilt sogar großzügig seine Großmutter Amber mit ihr, zu der Emma ein besonderes Verhältnis hat. Doch in letzter Zeit wird alles irgendwie komplizierter. Ems Gefühle für Shiva gehen eindeutig in Richtung schwer verknallt. Sind sie vielleicht doch füreinander bestimmt oder ist er eigentlich in Penn verliebt? Richtig süß, klingt auf jeden Fall irgendwie nach einer niedlichen Liebesgeschichte und da freue ich mich auch schon drauf, das zu lesen. Mal schauen, wann der richtige Zeitpunkt dafür kommt. Und dann habe ich noch ein Buch, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das zähle ich jetzt allerdings nicht als richtiges Lesebuch, aber es ist natürlich als Buch bei mir eingezogen. Und zwar dieses hier von Disney Who's Who, das A bis Z der Disney-Figuren. Und ja, hier sind eben einmal alle Disney-Figuren aufgezeichnet und erklärt. Und jetzt habe ich hier gleich schon einen Knick reingemacht. Aber dieses Buch ist auch so schwer. Und ja, hier freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, immer mal reinzublättern. Das ist natürlich kein Buch, was man normal sich durchliest oder so. Aber trotzdem gehört es zu meinen Neuzugängen. Und ja, tatsächlich waren das für Dezember mal meine Neuzugänge. Ich hoffe ja, dass ich jetzt im nächsten Jahr nicht mehr so viel kaufe, sondern mich irgendwie reduziere. Hoffentlich zum Beispiel wie jetzt auf 5 Bücher. Wir werden schauen, ob das alles funktioniert. Ich habe Pläne, aber wer weiß, ob ich die umsetzen werde. Und ja, das war dann mein kleines Neuzugänge-Video. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht habt ihr ja eine neue Inspiration gefunden oder ein neues Buch, was euch vielleicht interessiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!